Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer bei Rogue Legacy. Und ja, wählen wir uns mal wieder einen Nachfahren aus. Ich denke, ich werde den Spelunker nehmen. Noch etwas Geld zu farmen. Ja, wir haben ja Geld. Also, was machen wir damit? Ich verstärke erstmal Potions, um das Schloss weiter auszubauen. Und könnte dann noch den Spell Thief freischalten. Das könnte ich auf der Seite. Oh, Tod austricksen. 1% Chance. Und hier unten die Crit-Chance erhöhen. Dann machen wir mal das hier. Und dann auch gleich den Crit-Damage. Dann wachsen hier schön die Bäumchen. Gut, ansonsten wollten wir uns nicht eigentlich irgendwas vom Schmied holen. Fällt mir gerade so ein. Ja, ich wollte eigentlich dieses Ding hier, dafür brauche ich aber noch mindestens einmal das Gewichtsupgrade. Ups. Naja gut, beim nächsten Mal eben. Das hier macht nur Magie höher und ansonsten habe ich ja nichts Interessantes. So, dann geht's jetzt mal hier ins Schloss rein. Baron sein, Sharon sein Geld geben. Und ja, wir sind ein nostalgischer Zwerg. Spelunker. Und finden gleich Hühnchen. Und dieser Raum bringt uns absolut gar nichts, außer dass wir hier gleich getroffen werden können, wenn wir nicht aufpassen. Super gleich noch so ein Raum. Hier gehen wir mal da lang. Über hier das Gold. Das war knapp. Vorsichtig mit den Dingern hier. Und genau hier unten ist eine Truhe. Wow. Ups. Das war nicht. Was war das für ein Glitch? Na egal. Schlagen wir den Ritter dann lieber weg. Wow. Du mit deinen blöden Blüten den Augen. So. Wir kriegen 4 HP mit ihrem Schlag wieder das Stufe. Einigermaßen reichen. So. Ja, lach mal ruhig, du dumm was. Immer schön das Geld einsammeln, weil klein viel mehr brauchen ist. Und wir konnten gerade sogar den Ritter one-hitten. Sehr schön. Da nebenan ist wieder ein besonderer Raum. Mal sehen, was wir da finden. Äxte. Brauchen wir nicht so unbedingt. Mit den Dolchen sind wir, glaube ich, besser dran. Höchstens wir finden so einen Defeat on Enemies Raum, wo wir halt durch die Wand schmeißen müssen. Aber ansonsten können wir sogar die Gegner hier mit den Dolchen one-hitten. Das ist praktisch zu wissen. Okay, den Doomwachsen will ich one-hitten. Da dürfte Bossraum sein. Ja, da ist auch Bossraum. Mana Hühnchen. Was ist in der Truhe drin? Gold. Und noch mehr Gold. Sehr schön. Hier ein paar Kronleuchter mit noch mehr Gold. Ja, und ich glaube, wenn wir den neuen Helm haben, können wir uns dann dran machen, den bösen Alexander noch mal zu töten. Das lief ja das letzte Mal eigentlich ganz gut. Wir haben ihn ziemlich weit runter geprügelt, aber es ist leider doch nicht geschafft. So, du was, komm her. Das Gold von dir lassen wir hier nicht entgehen. Oh, Pyrit. Nee, sogar Charit. Und
Aber nee, halt andersrum. Die Pyriten sind stärker als die Schariten. Und beim Auge. Ja, wir spielen hier wirklich Augenarzt. Ich überlege gerade, was mache ich hier eigentlich? Ich sollte gucken, dass ich in Richtung Wald komme. Aber die Gebiete, die sind so einfach. Wow. Aua. Der Magier. Die ignoriere ich mal da unten. Und suche weiter den Weg in den Wald. So. Hey. Blöder Magier, die sterben. Ich will hier nicht reinspringen. So, den Ritter in den Rücken schlagen. Und ich kann mir einigermaßen vorstellen, wo hier jetzt der Boss sein soll. Und ich denke mal, da gehen wir auch gleich als erstes hin. Aua, wenn wir nicht von dem da getötet werden. So, nochmal Chicken aufsammeln. So ein böses Bild, nein, bist du nicht. Also jetzt noch wie ein Spiel. Mein First Quantum Translator. Ja, die Developer-Geschichten, da lese ich jetzt nicht. Habe ich nicht so wirklich Lust drauf, sofort zu lesen. Ich will lieber Kisten plündern. Was haben wir hier? Silberhelm. Und hier Gold. Lohnt sich doch langsam. Ah ja, machen wir mehr Gold draus. Versuchen wir es jedenfalls mal. Okay. Haben wir gerade 600 Gold verschenkt. Schade drum. Aber egal. Das holen wir wieder rein. Vor allem haben wir den Vorteil hier, dass wir ein Zwerg sind. Naja, Teufel, können hier nicht durch. Wow. Das können wir machen. Komm her, komm an die Wand. Sehr schön. Und die Wölfe können wir mit unseren Dolchen sogar one-hitten. Sehr gut. Und jetzt haben wir das Gold schon wieder rausgeholt. Die Truhe da unten erreichen wir wohl von der anderen Seite nur, deswegen gucken wir uns lieber die Truhe da drüben an. So, da müssen wir hier hoch. Wow, den Knochen ausweichen von den knochigen Typen. Du stehst ganz schön hoch, Junge. Und hier müssen dürfen wir keinen Damage nehmen. Okay, das sollte doch machbar sein. Und wir haben es geschafft sogar. Bounty-Rune für den Helm gefunden. Sehr gut. Das Praktische im Helm haben wir nämlich noch gar nichts drin, sehe ich gerade. So, blöder Wolf. Die Pflanze kann jetzt gar nichts. Hier müssen wir vorsichtig sein. So, genau. So viel zu Take No Damage. Jetzt müssen wir wieder da durch. Durch diese Flammen. Oh, so. Und dann da unten entlang. Da unten und dann hier unten.
runter, runter. Ich springe hier langweilig. Oh, Schleim ist gut. Schleim ist One-Hit nämlich und bringt Spinnenweben und Leben. Oh, ouch. Hier ist ein Fury. Ein blödes. Und hier Knochenkopf. Noch mehr Schleim und da oben lang geht's zur Schatztruhe, oder? Wow. Wow, wow, wow. Eure Bögen sind gefährlich, Jungs. Mist, da bin ich gestorben. Na gut, nehmen wir den nächsten. Was gucken wir, was haben wir da? Assassin, Paladin oder die Lich Queen? Ich würde sagen, ich nehme den Paladin. Einfach aus folgendem Grund. Erstmal hole ich mir mehr Gewicht hier. Hole mir dafür den besseren Helm. Der hier nämlich, der macht 30 mehr Leben. Kann ich mir noch was Interessantes holen dafür? Nehmen wir lieber mal das Cape. Das gibt uns nochmal mehr Leben. Dann gehen wir mal kurz zu den Upgrades zurück und holen uns. Was holen wir uns denn? Einfach höhere Crit-Chance. So. Und jetzt ist Boss-Fight-Zeit. So, Sharon sein Geld. Spring gleich in den Teleporter. Zum Boss wollte ich sagen, aber nein, der da lässt uns nicht zum Boss. Der will erst, dass wir noch Schaden nehmen. Und dann geht's mal ab. Wieder mit dem vergessenen Alexander. Ja, ich weiß, dass du vergessen wurdest. Wow. Dass wir gleich getroffen wurden, war auch nicht so schön. Oh, da kann schon mal wenigstens seine... Uah, in die Ecke drängen lassen. Ecke ist immer schlecht. Ich kann schon mal wenigstens die anderen Knochen one-hitten. Und da haben wir schon mal auf der halben Lebenspunkte runter und kriegen dadurch, dass wir seine Knochenköpfe one-hitten können, zum Glück auch Leben wieder, dass wir gleich wieder verlieren, wenn wir die aufpassen. So, so. Aber es schaut gut aus. Ich denke, wir kriegen ihn. Er hat ja auch nur Level 44 und wir haben 56. Wow. Das ist ein komischer Grafikbug hier. Seht ihr das? Darf ich, dass das so sein sollte? Aber gut, Kiste öffnen. Eins mehr Stärke, ein magischer Stärke und Mana erhöht. Aber gut, wir haben den vergessenen Alexander besiegt. So, dann wollen wir mal gucken. Einfach hier geradeaus rüber war auf die Truhe, die wir uns das letzte Mal holen wollten. Du tötest uns nicht. Oder verletzt uns nicht, besser gesagt. Ja, genau. Nee, halt. Das war die Techno-Damage-Truhe. Wir wollten die Truhe unten haben. Runter, so. Da dürfte auch was Schönes drin sein.
fehlen zwar nur noch 8 Gold im Augenblick. Aber das dürfte kein Problem sein. So. Hier sind wieder die ganzen Bogenschützen unterwegs. So, diesmal haben wir es geschafft. Und was ist in der Truhe? Ah, noch mehr Gold. Sehr gut. Das macht den Run schon mal ziemlich erfolgreich. Erdmagier, die ich nicht mehr one-hitten kann. Und dafür jede Menge Gewicht und andere Sachen auf dem Kohle, die Hütchen und so ist. Aua. Ja, mit dem Paladin, mit dem Haufen Leben geht das viel einfacher von der Hand als mit dem Spelunker, der nicht mal 100 Lebenspunkte hat. Dafür bringen wir halt auch weniger. Oh. Das Pferdchen kam hier runter, das war gemein. Kriegen wir halt auch überhaupt weniger Münzen, weil ich den Architekten benutzt hatte. Aber wir haben wenigstens den vergessen Alexander besiegt. Der Rest ist jetzt einfach nur Bonus. Wo zur Hölle führt mich das bitte hin? Auf jeden Fall durch einen Kanonenhagel. Hier ist ein Raum ohne die Truhe oder so drin. Und ich mache das hier trotzdem gerade alles kaputt. Alles umsonst. Dann haben wir wieder ab zurück. Oder? Nicht töten. An den Kanonen vorbei. Und hier runter. Wieder hier zurück. Hier hoch. Ja, den ganzen Weg wieder zurückgehen. Wo ist der nächste Teleporter? Ah, da drüben geht's wieder ins Schloss rein. Ich wollte, glaube ich, auch an irgendeine Truhe ran. Naja, mal sehen, was ich mit den bisschen Lebenspunkten, die ich jetzt noch habe, noch reißen kann. Überhaupt. Okay, ich krieg noch ein paar mehr. Wow. Das ist jetzt mies. Na gut, wir haben die Kanone wenigstens noch tot gekriegt, bevor wir selber sterben. Fühl ich hier noch sehr schön. So, Mist. Knochenkopf weg. Oh, das ist kein Knochenkopf, das ist einfach nur ein Skelett. Hier im Schloss gibt es ja noch keine Knochenkopf. Ich glaube, das war hier oben. Genau, take no damage. So, geschafft. Balance ohne Verschwert. Nicht so wirklich. Jetzt mache ich den da mal weg. So, da kommen wir nämlich leider hier durch. So. Auch mal weg. Jetzt sind da nur noch zwei im Weg. Wow. Und die Kugeln, die hier rumfliegen, natürlich. Oh. Knapp. Dann geht's jetzt nochmal nach oben ins Turmgebiet. Wir wollen noch ein bisschen Lebenspunkte einsacken. Wir wollen ja trotzdem noch so viel wie möglich aus dem Run hier rausholen.
Das war weniger gut. Hier sieht es so aus, als ob es nach oben gehen würde. Wieder so eine Take-No-Damage-Aktion. So. Wow. Und hier haben wir die Grace-Rune für den Helm. Schaffen wir es auch noch heile zurück. Ja, schaffen wir gerade so. Komm, da sterben doch schon wirklich an den Stacheln. Nein, tun wir nicht. So. Oh, der Karneval. Mal sehen, wie ich mich diesmal anstelle. Gar nicht mal so schlecht aus. Wie viele Ziele sind noch übrig? 18. Na gut. Aber immerhin 410 Gold. Hier wieder an denen vorbei. Und dann geht es hier doch nicht zum Turm. Naja, ich nehme mal an, da weiter links geht es zum Turm dann. Stacheln und alles Mögliche. Den brauche ich auf jeden Fall mal. Und hier haben wir den Turmeingang. Okay, du bist kein böses Bild, aber dafür bist du ein böser Magier. Wow, so eine böse Halbstadt. Wow. Blödes Auge. Land zu spät. Jetzt lassen uns hier schon die Knochenköpfe nicht mehr in Ruhe. Jetzt wollen wir Rache nehmen für den Alexander. Na gut. Sir Gordon wurde von so einem Spike-Ding erschlagen. Aber er hat dafür einen ziemlich guten Run hingelegt. Fast zwei volle Reihen und eins war ein Boss. Ja, damit würde ich mal sagen, mache ich hier wieder einen Cut für diese Folge. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal beim Geld ausgeben. Bis dann.